Perfekt, ihr werdet es jetzt sehen, ihr müsst es vielleicht akzeptieren und dann seid ihr da drinnen. Dann, wie gesagt, Teilnahmebestätigungen, Unterlagen habe ich schon 3000 Mal gesagt, sage es noch einmal, bitte in den Chat, Vorname, Nachname plus E-Mail-Adresse und was ihr gerne hättet, Bestätigung und Unterlagen oder nur Bestätigung oder nur Unterlagen, dann rein in den Chat. Bernie, ist es so, Fragen können in den Chat gestellt werden und ich gebe sie dann weiter, oder? Machen wir so. Ja, wunderbar. Also ich sollte mir das nicht auffallen, sollte ich das nicht sehen, dann bitte Dann einfach. Freddy, ich schaue den Chat an, du kannst dich ruhig Ah, super. konzentrieren auf Okay. dein Ah, sehr gut. Quatschen. Ja. Ja? Und natürlich fragt in den Chat rein, wenn sie aber dann die Frage nicht gescheit beantwortet hat, für euch bitte entmutet euer Mikro und sprecht einfach auch miteinander. Es ist kein Problem. Also wir können auch miteinander per Worten kommunizieren oder ihr schreibt es lieber in den Chat, wie ihr wollt. Gut, das war's, glaube ich. Ich habe alles gesagt, was wichtig ist und ich freue mich schon so lang, weil das war das Thema, was ich immer eigentlich gewünscht habe, seit Mai. Ja? Und deswegen freue ich mich besonders, dass wir es geschafft haben. Danke, ich übergebe das Wort an den Bernhard Lentsch. Super, dass du da bist und dass du das machst. Und ja, ich freue mich schon. Danke. Okay, vielen Dank für die nette Einleitung. Ich probiere jetzt als erstes noch, dass ich die Präsentation hier freigebe für euch. Okay, und dann können wir gleich loslegen. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt, dass ihr alle meine Präsentation seht. Jawohl, sehr gut. Wenn nicht, wenn es Fragen gibt oder so, gell, bitte schreibt das einfach in den Chat und die Dagmar wird mich dann darauf hinweisen, sollte ich was übersehen. Ja, schön, dass ich eingeladen wurde, heute hier zu sprechen. Humor in der Jugendarbeit, generell im sozialen Bereich, finde ich super als Thema. Ich habe das Gefühl, in meinem Umfeld, aber mittlerweile ist man auch bei Studien draufgekommen, dass ganz viele Leute, die im sozialen Bereich arbeiten, Humor total toll und total wichtig finden, aber andererseits hat es noch nicht recht seinen Platz bekommen, so im Ausbildungsbereich, im Fortbildungsbereich und so weiter. Und deswegen freue ich mich total, dass ich heute hier sprechen kann. Mein Name ist also Bernhard Lentsch. Ich bin seit 2003 im sozialen Bereich tätig, war an und für sich anfangs in Seniorenwohnheimen beschäftigt, habe mit älteren Menschen gearbeitet. Später habe ich dann begonnen, mit Menschen, die wohnungslos sind, auf der Straße sind, obdachlosen Menschen zu arbeiten. Habe dann mehr mit Menschen mit Behinderung gearbeitet. Und da hat sich dann ein bisschen so rauskristallisiert, dass ich vor allem mit Menschen, die ein bisschen schwer zugänglich sind, ganz, ganz gut zurechtkommen. Also so Menschen, die in schweren Krisen, Menschen, die nicht mehr sprechen aufgrund von Erkrankung oder von Traumatisierung zum Beispiel. Menschen zum Beispiel auch, die sehr aggressiv sind und nicht mehr so im Gespräch zugänglich sind. Mit denen habe ich eine Zeit lang gearbeitet, habe da auch einen eigenen Verein gehabt. Genau, habe dann Sozialarbeit studiert, bin jetzt mittlerweile seit über 10 Jahren als Sozialarbeiter tätig. Aktuell auch wieder im Wohnungslosenbereich in Wien in der Gruft, Beratungszentrum in der Notschlafstelle. Ja, und wahrscheinlich bin ich deswegen eingeladen worden zu diesem Thema, weil ich auch seit mittlerweile 10 Jahren Kabarettist und Autor bin. Ich spiele vor allem in Deutschland und in Österreich, zum Teil auch in der Schweiz und in Südtirol. Und auch ich jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr, weil es keine Auftritte gibt. Als dritter Punkt, als dritte Beschäftigung, die ich habe, ist, dass ich auf einem kleinen Bauernhof noch nebenbei arbeite. Und das macht mein Leben mit Hand, Herz und Ja, Hirn nix. sehr vollkommen, muss ich sagen. Ja? Humor ist das heutige Thema. Wenn ich mich frage, was für mich in meinem Leben Humor ist, dann Wo kann man so laut schalten, bitte? ist das vermutlich die Nathalie? Ja, ich nehme mal an, Dagmar wird ihr schreiben oder so, oder ja, sonst
teilen uns Nathalie und ich die nächste Stunde. Wenn ich überlege, was für mich Humor in meinem bisherigen Leben war, dann fällt mir ein, dass Humor für mich eine eigene Sprache ist, mich mitzuteilen. Humor hat mir in meinem Leben sicherlich geholfen, Krisen zu überstehen. Humor hat mir geholfen, in Momenten und Phasen, wo es mir nicht gut ging, dennoch handlungsfähig zu bleiben. Humor hat mir sicherlich in Momenten in meinem Leben, wo ich angestrengt war, wo ich erschöpft war, geholfen, ein bisschen eine Pause zu nehmen. Humor ist für mich auch zum Beispiel allzu gewöhnliche Momente mit Freunden oder Bekannten zu Erinnerungen und zu Erfahrungen zu machen. Humor ist für mich auch da, wo ich keine Worte finde, dennoch reden zu können. Ja? Und das führt mich ein bisschen zu diesem ganz allgemeinen Bild. Humor heißt nicht einfach Witzchen zu machen oder lustig zu sein, sondern es ist ein bisschen eine Haltung dem Leben und der Welt ganz generell gegenüber. Ich habe mir heute den Vortrag habe ich in zwei große Blöcke geteilt. Und zwar auf der einen Seite Humor ganz allgemein mit Erscheinungsformen, Reaktionen, Theorien. Und der zweite Teil ist Humor in der sozialen Arbeit. Soziale Arbeit verwende ich da so als Überbegriff für Sozialarbeiterinnen, Pädagoginnen und andere ähnliche Berufsgruppen in dem Bereich. Da würde ich zuerst einmal anschauen, so die Ebene der Sozialarbeiterin, der Pädagogin an sich. Wie wendet sie für sich in der Arbeit Humor an? Der nächste Bereich wäre dann Humor in der Klientinnenarbeit, also im Beratungsgespräch selber. Und zum Abschluss dann so ein paar Ideen und Anregungen, die ich vielleicht geben kann. Ich habe gestern mit der Dagmar gesprochen über die Präsentation heute und habe von gestern auf heute die Präsentation noch ein bisschen satter formuliert, weil ich mir gedacht habe, ihr habt dann gehört, es ist möglich, dass ihr die Präsentation bekommt. Und dann habe ich mir gedacht, es ist vielleicht gescheit, wenn da ein bisschen mehr drinnen steht, als bloß Stichworte und ich rede drüber, sondern vielleicht könnt ihr das dann auch ein bisschen so als, ja, wenn es näher interessiert, könnt ihr da vielleicht ein bisschen mehr nachlesen, habe ich mir gedacht. Den ersten Bereich, also Humor ganz allgemein, würde ich heute eher kurz halten, weil ich mich auf den zweiten Bereich sehr konzentriert habe, weil mir einfach angenommen habe, das wird euch mehr interessieren. Ich habe es jetzt trotzdem drin gelassen, weil ich mir gedacht habe, falls irgendjemand von euch aufzeigt und sagt, eigentlich möchte ich etwas Genaueres über dieses oder jene Humortheorie wissen, dann könnt ihr es ja sagen und dann kann ich trotzdem drüber reden. Also schreibt es dann einfach in den Chat hinein und dann werde ich etwas dazu sagen. Ansonsten werde ich es, wie gesagt, den ersten Bereich eher kurz halten, sodass wir für den zweiten ausreichend Zeit haben. Genau, den Vortrag heute würde ich auch generell so sehen, dass es mir ein Anliegen ist, euch einmal zu zeigen, wie vielfältig Humor im sozialen Bereich schon jetzt angewandt wird. Also man ist in Studien draufgekommen, dass Sozialarbeiterinnen und Pädagoginnen Humor sehr oft anwenden. Man ist aber auch draufgekommen, dass das sehr häufig nicht bewusst ist. Ja? Also sehr viele Leute sagen zwar, Humor ist wichtig, ja, ja, klar, das schon. Und wenn man aber nachfragt, wie oft nutzt du denn Humor, kommt raus, dass die Leute häufig sagen, dass sie nicht Humor nutzen. Und wenn man sich die Arbeit dann näher anschaut, kommt man darauf, aha, eigentlich wird da und dort sehr wohl Humor angewendet. Warum das so ist, warum sich Menschen, die im sozialen Bereich arbeiten, dann nicht so bewusst sind, das weiß man nicht. Eine Idee so in der Literatur ist, ob das vielleicht damit zu tun hat, dass wir, die wir im sozialen Bereich arbeiten, vielleicht eine bisschen mindere Reflexionsfähigkeit, was den Humor betrifft, haben. Was zum Beispiel dadurch gegeben sein kann, dass man ein bisschen so das Gefühl hat, es ist nicht erlaubt, humorvoll zu arbeiten. Es wäre nicht professionell. Und dadurch
wendet man Humor weniger an. Wenn man Humor weniger anwendet, ist es einem weniger bewusst, man reflektiert es weniger. Also es ist dann alles so ein Teufelskreis, der dann zustande kommt. Genau. Daher wäre ich sehr froh, wenn ich heute einmal einfach aufzeigen kann, und wäre es super, wenn der ein oder andere, die heute dabei sind, so einfach auch ein bisschen drauf kommen, stimmt, wie viel Platz nimmt Humor eigentlich schon in meiner Arbeit jetzt ein? Und vielleicht kann der heutige Tag ja für den einen oder die andere von euch ein bisschen so Startschuss sein, sich näher mit Humor zu beschäftigen. Was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass es schwierig ist, beim Thema Humor nach einem Kochrezept oder nach Anleitungen zu arbeiten, dass sich Humor im Beratungsgespräch niederschlägt. Da ist wichtig, die eigene Humorvielfältigkeit, den eigenen Humor zu entwickeln. Also es wird schwierig gehen, lediglich zu sagen, ich mache jetzt meine Beratung lustig. Das wird nicht zielführend sein und wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Der Weg wird eher darüber funktionieren, dass ich mich mit meinem eigenen Humor beschäftige, meinen eigenen Humor entwickle, und das wird sich dann auch in der Beratung niederschlagen. Ja. Zum Humor ganz allgemein, die Erscheinungsformen, die es so ganz generell gibt. Ich habe mal so die gängigsten zusammengefasst. Das wären zuerst einmal Komik, Witz und Ironie. Komik ist etwas, was sehr häufig auf der nichtverbalen Ebene stattfindet. Komik kann zum Beispiel sein, dass Charakterzüge, aber auch Objekte komisch auf uns wirken. Eine andere Lösung als die man eigentlich erwartet hat, wird hier auf der komischen Ebene präsentiert. Die Dagmar hat mir vorhin gerade erzählt, dass vor kurzem ein Rockkonzert in Graz war, ein Heavy-Metal-Konzert, und hat gesagt, dass dort die Sessel standen und die Zuseherinnen von dem Heavy-Metal-Konzert in Abstand dort alle brav sitzen. Für mich ist dieses Bild, diese Vorstellung schon komisch. Also sich vorzustellen, wie jemand mit Nietenband, mit Armband, mit Metallica-T-Shirt und langen Haaren zu einem Konzert geht, in einer riesen Halle, und dann sitzen die brav auf einem Sessel, auf einem Stuhl, ist für mich schon komisch. Ja. Der Witz ist eher auf der verbalen Ebene. Witze sind auch konstruiert, sagt man in der Literatur. Also Freud meint dazu, der Witz wird konstruiert, Komik wird aber gefunden. Das kann man drüber streiten, ob das so ist oder nicht. Der Witz ist sehr häufig auf der verbalen Ebene, wie gesagt. In der Regel ist es eine Geschichte, die ich erzähle, in der ich in eine Richtung losmarschiere und dann unerwarteterweise abbiege. Das heißt, die Erwartung ist, ich gehe in diese Richtung los. Die Zuhörerin geht davon aus, dass es in diese Richtung weitergeht. Tatsächlich biege ich aber spontan ab, und das macht im Moment der Spannungslösung ein Lachen. Ironie ist die nächste Form, also das Äußern, das gegenteilige Äußern von dem, was ich eigentlich meine. Eine höhere Form der Ironie ist dann die Selbstironie. Also für all jene, die sich von euch vornehmen, in der Beratung mehr Humor anzuwenden. Selbstironische Menschen haben sicherlich einmal eine gute Grundlage und Basis, Humor anzuwenden. Also sich selber nicht allzu ernst zu nehmen, über sich selber gut lachen zu können, das sind einmal gute Voraussetzungen, dass man Humor anwenden kann. Die nächsten Schritte wären dann Sarkasmus, Zynismus, Hohn und Spott. Im Vergleich zur Ironie ist es beim Sarkasmus so, dass hier gänzlich eine Note der liebevollen Zuwendung fehlt, ja, die es bei der Ironie schon gibt. Also bei der Ironie ist es so, dass das generell schon eine liebliche Note noch hat. Das ist nicht böse. Beim Sarkasmus, der Wortursprung von Sarkasmus ist Sarkazo, ich glaube, es ist aus dem Griechischen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das bedeutet zerfleischen. Ja? Beim Sarkasmus ist es so, dass der Anwender oder die Anwenderin sehr häufig unsympathisch wahrgenommen wird. Der Schluss ist jetzt auch schon einmal klar, dass
Sarkasmus in der Beratung eher schwierig anzuwenden ist. Ähnlich verhält sich es mit dem Zynismus. Beim Zynismus ist es so, dass im Vergleich zum Sarkasmus eine affektive Betroffenheit zur Gänze eigentlich fehlt. Also es ist ein Stück weit noch böser als Sarkasmus. Ja. Ja, Hohn und Spott ist ohnehin die eigentlich aggressivste Form, wo es häufig darum geht, Personen, Eigenschaften zu diskreditieren, lächerlich zu machen. Dann habe ich noch aufgeschrieben, schwarzer Humor, Galgenhumor, diese beiden Bereiche, die nennt man, beschreibt man so in der Literatur, dass man sagt, das ist ein Abwehrmechanismus, eine Abwehrform von allem, was Angst macht. Also schwarzer Humor ist jetzt nicht so sehr auf den Tod beschränkt oder fokussiert, so wie ich es, bis ich so, ich habe das Gefühl, die meisten Leute bringen damit immer so Tod in Verbindung, Witze über Tod, Witze über Sterben. Tatsächlich ist es aber so, dass das eigentlich eine Abwehrform gegen alles ist, was Angst macht. Bei Galgenhumor ist das ganz ähnlich. Galgenhumor tritt auf bei Menschen oder bei Gruppen, die unter Druck sind, die unter Sanktionen zum Beispiel stehen. Für mich persönlich ist es schwierig, die beiden zu unterscheiden. Also wenn man auch in der Literatur drüber liest, gibt es teilweise auch widersprüchliche Aussagen. Für mich ist es so, dass schwarzer Humor, ich das Gefühl habe, schwarzer Humor wird eher angewandt, wenn es ein bisschen eher um andere geht. Galgenhumor ist ein bisschen persönlicher. Ist aber nur so meine Meinung. Ich weiß nicht, vielleicht wie ihr das so seht. Ja. Und Erscheinungsformen, so Stilmittel im Humor sind zum Beispiel Übertreibung, Untertreibung ist somit unter das häufigste. Wortwitze, Irreführung. Irreführung ist zum Beispiel auch im Witz drinnen. Also wie gesagt, wir gehen in die eine Richtung, dann wird aber abgebogen. Ich habe als ganz kurzen Ausschnitt ein kleines Video von einem meiner letzten Auftritte, in dem ihr vielleicht die ein oder andere Erscheinungsform von Humor erkennen werdet. Ich schaue mal, ob das funktioniert. Mit offenen Augen durch die Gegend gehen, das zahlt sich manchmal aus, weil dann sieht man hin und wieder sowas und lernt es kennen, sowas Spannendes, Lustiges und Kraftvolles wie Bernhard Lentsch. Danke sehr. Also was heute schon allein nicht aufgeführt wird, was für ein Theater gemacht wird, einfach nur für einen Hochzeitsantrag zum Beispiel, im Vergleich zu früher. Entschuldige, früher ein Hochzeitsantrag. Wie war früher ein Hochzeitsantrag? Früher der Hochzeitsantrag, da ist sie da gestanden und gesagt, Karl, ich bin schwanger. Er ist daneben gestanden und gesagt, schwanger, bist du sicher? Dann hat sie gesagt, ja. Das war's schon, da ist nichts mehr gekommen. Das war der Antrag an sich. Heute wird ja nur für einen Antrag schon mal ein Jahr geplant. Da wird ja für einen Antrag wird da Material bewegt und aufgebaut, wo du denkst, sag einmal, machen die heuer zwei Donauinsel fest? Oder? Das ist nur der Antrag, da hat ja noch keiner geheiratet. Wisst ihr, was man heute braucht, wenn man heute heiraten will? Heute muss man ja wie in einem Hollywood-Film heiraten. Heute muss man in einer Location heiraten. Wenn du heute zum Standesamt gehst und sagst, guten Tag, wir zwei, wir wollen heiraten. Die fragt nicht nach dem Ausweis. Nein, die sagt, haben Sie ein Foto von der Location dabei? Das hört sich ein bisschen an wie so ein Gerät aus der Landwirtschaft, finde ich. Weißt? Wenn der Bauer zu seinem Bub sagt, so, Bub, komm, nimm die Gabel mit, wir müssen Stroh zusammenschlichten, eine und dann führen wir es auf mit der Location. So. Location brauchen. Oder es könnte so ein Begriff sein aus der Buchhaltung. Das kann ja da. So von so sozialökonomische Betriebe, weißt? Wenn da die dann eine Rechnung stellen, die sind ja ein bisschen günstiger als die anderen, die dann nicht Occasion, die dann mehr Location. Weißt so? Eine Location braucht heute ist nichts mehr mit dem Gemeindesaal in Guntramsdorf. Wenn du heute heiraten willst, das muss unter freiem Himmel sein, in der Natur. Ja? Am Berg auf 1200 Höhenmeter. Direkt über einem Bergsee. Freier Blick am Gipfel gegenüber. In den blauen Himmel ist mit Wolken geschrieben der Name von Braut und Bräutigam. Im Bergsee, ich werde es nicht glauben, im Bergsee schwimmen Delfine.
schwimmen links, schwimmen rechts, hupfen aus, was ganz so freut haben mit der Hochzeit oder weiß, vielleicht keine Süßwasserdelfine sind, das kann auch sein. Auf dem Felsvorsprung ist extra der Rollrasen ausgerollt, 100 weiße Sesseln, links vorne so als kleiner Gag, zwei als Braut und Bräutigam verkleidete Alpakas. Sowas kannst du natürlich nicht mehr alleinig organisieren. Nein, das übersteigt unsere Kompetenz. Ja? Also so ist es, wenn du heute heiraten willst und sowas, da brauchst du ja eine Wedding-Plannerin auf einmal. Eine Wedding... Früher hat man gesagt Cousine. Nein? Vielen Dank, liebe Leute. Danke für das und das. Ciao. Ja, vielleicht ist euch jetzt schon aufgefallen, dass wenn man sich ein bisschen mit Humor beschäftigt und versucht, ein bisschen drüber nachzudenken, ein bisschen zu beschreiben, zu definieren, dann fällt einem gleich, wenn man Humor sieht, ist es so, dass einem das viel bewusster ist, dass zum Beispiel ich in diesem kurzen Ausschnitt, der nur ein Zusammenschnitt übrigens ist, deswegen ist manches nicht so flüssig, aber dann fällt einem vielleicht auf auch, dass hier wird mit Untertreibung gearbeitet, dass ich sage, früher war ein Antrag überhaupt nichts. Es wird mit Irreführung gearbeitet, indem ich sage, der Mann sagt, bist du sicher? Sie sagt, ja, man glaubt, es kommt noch mehr, aber dann kommt gar nichts. Zum Beispiel, ich mache eine Übertreibung, indem ich diese heutige Hochzeit übergroß mache. Ich mache Wortwitze zum Beispiel. Und aus dieser theoretischen Auseinandersetzung mit Humor fällt es einem leichter dann auch, den Humor von anderen zu erkennen und damit dann umzugehen. Das ist eine ganz große und wichtige Sache, denke ich, in der Beratung. Also wenn ich mich mit meinem eigenen Humor beschäftige, fällt es mir auch leicht, auf den Humor von anderen, den überhaupt zu erkennen, den wahrzunehmen und mich darauf einzulassen. Humorreaktionen würde ich heute nur überfliegen. Erheiterung, Heiterkeit, Lächeln und Lachen ist das, was man in der Literatur beschreibt. Ihr habt dann in der PowerPoint-Präsentation noch nähere Notizen dazu. Ich glaube, das wäre gut, wenn wir das heute aussparen, damit wir für den zweiten Teil mehr Platz haben. Ebenso die Humortheorien. Sollte irgendjemand eine spezielle Frage dazu haben, dann schreibt es bitte einfach in den Chat. Und wir kommen jetzt zu dem zweiten großen Abschnitt. Also falls irgendjemand eine Frage zu Humor allgemein hat, schreibt es jetzt rein. Sonst würde ich dann einfach loslegen mit dem Bereich Humor in der sozialen Arbeit. Ich verwende den Begriff soziale Arbeit hier übrigens als Überbegriff, wie er seit in Deutschland ja schon seit längerer Zeit, aber jetzt auch in den letzten, ich denke, 15, 20 Jahren circa auch in Österreich vermehrt verwendet wird als Überbegriff für Sozialarbeit, Pädagogik und generell die jetzigen Themen, die ich sage, gelten auch für andere Leute, die im sozialen Bereich tätig sind. Wie vorhin schon kurz erwähnt, zuerst die Ebene, die mal nur für die Sozialarbeiterinnen und nur in der Einrichtung stattfindet, dann Humor zwischen der Pädagogin, Sozialarbeiterin und Klientin und dann einige Ideen und Anregungen. Ja, wenn man so überlegt, wie ist unser Arbeitsalltag so im sozialen Bereich? Womit haben wir so zu tun? In unserem Arbeitsalltag haben wir auf der einen Seite mit doppeltem Mandat zu tun, also auf der einen Seite zu helfen, andererseits aber auch zu kontrollieren. Das macht schon einmal häufig die Arbeit, in der wir uns befinden, recht schwierig. Der Klientin weiterhin nahe zu bleiben, zum Beispiel Beziehungen aufbauen zu können, ist mit einem doppelten Mandat häufiger ziemliche Herausforderung. Wir sind mit sehr starken Emotionen konfrontiert und unsere Aufgabe ist, dass wir uns damit auseinandersetzen. In der sozialen Arbeit gibt es sehr häufig sehr aufwendige Arbeitsabläufe, also all diese Bürokratie, Anträge zu stellen, mit Ämtern und Behörden zu tun zu haben, aufwendige Dokumentation und so weiter und so weiter. Ich habe drei unterschiedliche Bereiche mir überlegt, wo ich der Meinung bin, das sind die Bereiche, in denen ich als Sozialarbeiter Belastungen aufnehme, ja, wenn ich es in der Arbeit schwierig habe. Das erste würde ich mal meinen, ist aus dem direkten Klientinnengespräch,
wo ich eventuell Belastung empfinde. Der nächst erweiterte Bereich wäre dann das Arbeitsumfeld, also wie geht es mir mit den Kolleginnen, die Struktur vom Arbeitgeber, vom Fördergeber. Und der Makrobereich wäre dann so das Gesellschaftssystem, die Politik. Ich würde sagen, das sind so drei Bereiche, aus denen ich Belastungen empfinde, wenn ich in der Arbeit erschöpft bin, wenn ich angestrengt bin zum Beispiel. In Studien ist man draufgekommen, dass Humor sehr häufig angewandt wird von Sozialarbeiterinnen und Pädagoginnen, meist als Bewältigungsstrategie zur Psychohygiene, als präventive Maßnahme, also um seelisch-körperliche Gesundheit zu erhalten. Wendet Humor an, damit es einem einfach gut geht, damit man gut gelaunt ist. Für Frey ist es so, dass Lachen sogar gegen die drei ungesündesten Emotionen hilft, also gegen Angst, Ärger und Depression. Und wahrscheinlich habt ihr auch mal schon mal gehört, dass man sagt es öfters, dass Lachen und Humor auch eine ganz wichtige Burnout-Prävention ist. Für all jene von euch, die den Autor Paulsen kennen, der hat Lachen und Humor auch als eine der 8 Säulen der Burnout-Prävention definiert und benannt. Sozialarbeiterinnen verwenden also Humor, um arbeits- und handlungsfähig zu bleiben. Ja? Humor heißt, sich gegen die Ohnmacht zu wehren. Humor heißt, dass man sich nicht hingibt, schwach zu sein oder aufgeben zu müssen. Und Humor schafft es auch, dass man eine gewisse Leichtigkeit in der Arbeit hat, mehr Spaß hat. Das ist dann alles führt einem, das eine führt zum anderen. Wenn man mehr Spaß hat, ist man drauf gekommen, gibt es natürlich mehr Kreativität auch in der Arbeit. Mehr Kreativität hilft uns, indem wir bessere und mehr Lösungsansätze bei der Bewältigung von unseren Klienten und Klientinnen finden. Wie wird der Humor nun von der Sozialarbeiterin oder von den Pädagogen in der Arbeit angewandt, im Bereich nur für sich selber? Das geschieht in den allergrößten, in den allermeisten Fällen in den Gesprächen mit Kolleginnen. In diesen Gesprächen mit Kolleginnen wird in den allermeisten Fällen über Klientinnen gesprochen, wo Humor angewandt wird. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Diese Gespräche mit Kolleginnen über Klienten und Klientinnen, das findet, also bei mir in der Arbeit ist das zum Beispiel so, das findet direkt nach einem Beratungsgespräch statt, wenn man in einem Großraumbüro sitzt. Das mag am Gang stattfinden, das findet vor der Teamsitzung statt, das findet in der Pause statt. Es kommt in solchen humorvollen Gesprächen über Klienten und Klientinnen zu einer Reflexion der Beratung, die ich mit dieser Person habe und hatte. Und was ganz wichtig ist, ist bei diesen Reflexionsgesprächen, die sehr häufig lustig ablaufen, dass dadurch eventuelle Rückschritte oder Misserfolge in der Beratung besser für mich verarbeitet werden können. Und dadurch passiert es mir nicht, dass ich einen eventuellen Groll oder Ärger auf die Klientin unbewusst an sie rückadressiere. Ja, also manchmal ist es so, dass man das ja schon bewusst einsetzt, dass man vielleicht einmal am Tisch schaut oder deutliche Worte spricht. Und dann mag das auch, ist das meine Entscheidung und mag mir das in der Beratung hilfreich sein. Was aber schwierig wäre, ist, wenn mir das gar nicht bewusst ist, ja, dass ich die Beratung hier gerade so beeinflusse, dass eigentlich mein Ärger hier gerade der Problembehebung im Weg steht. Und daher sind diese humorvollen Gespräche mit Kolleginnen ganz, ganz wichtig. Ich habe hier geschrieben, in Fett gedruckt, das ist eine Erinnerung an einen Klienten von mir in der Wohnungslosenhilfe, den ich seit ganz vielen Jahren kenne und auch in unterschiedlichen Einrichtungen. Also ich habe dazwischen schon mehrfach Job gewechselt und der ist in den unterschiedlichen Einrichtungen auch immer wieder aufgepoppt. Und dann saß der wieder mal bei mir in der Beratung und hatte eigentlich jetzt eine Zeit lang einen fixen Wohnplatz in einer betreuten Einrichtung. Und dann saß der wieder bei mir und hat diesen Wohnplatz verloren.
Und dann spreche ich mit dem und sage, sehr geehrter, das ist sowieso, sagen Sie, wie ist denn das jetzt gegangen? Wie ist denn das gewesen? Und er sitzt da, völlig ruhig, völlig entspannt und sagt, na, ich habe Verbesserungsvorschläge gemacht in der Einrichtung. Tatsächlich wusste ich aber schon, dass der dort randaliert hat, dass der dort Mitarbeiter beschimpft hat. Und das war, ist für mich jetzt im Nachhinein, also das macht es mir leichter, darüber lachen zu können, dass ich mit diesem Mann schon seit Jahren gearbeitet habe. Dass dieser Mann schon etliche Betreuungsplätze hatte. Dass ich versucht habe, noch und nöcher, jetzt treffe ich den nach vielen Jahren, wo es ihm dazwischen schon echt gut ging, und jetzt ist er eigentlich dort wie vor, ich glaube, 12 Jahren, wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Diese Situation, dass der vor mir sitzt, ich weiß aus dem Bericht der Kolleginnen von der Einrichtung, dass der eigentlich dort randaliert hat, und er sitzt da völlig entspannt und sagt mir, Verbesserungsvorschläge gemacht, sie ist im Haus nicht gut angekommen. Das macht es für mich lustig und dadurch kann ich ein bisschen Distanz einnehmen zu der Situation, was mir eigentlich gerade schwerfällt. Der zweite Bereich, wo man häufig mit Kolleginnen spricht, ist der Bereich, wo man über Arbeitgeber und über das Gesellschaftssystem spricht. Wenn dort Humor eingesetzt wird, dann ist es häufig so, dass man das verwendet, um sich dem Gefühl des Schwächeren ein bisschen zu entledigen. Also in der sozialen Arbeit ist man häufig mal so in der Situation, dass man die Gestaltung des Systems oder Richtlinien von Fördergebern als schwierig empfindet, dass man sich benachteiligt fühlt, dass man das Gefühl hat, auf die Interessen, für die wir uns einsetzen, wird nicht genug Rücksicht genommen, zum Beispiel. Manchmal so ein bisschen auch in Richtung Resignation fast. Und Humor kann hier helfen, das Gefühl zu haben, Abstand wiederzunehmen, eine Leichtigkeit reinzubringen und dieses eigentliche Machtgefälle, nämlich Fördergeber bestimmt, Gesellschaft ist so und so strukturiert, ist zumindest für einen Moment ausgeglichen. Durch einen Witz, durch einen Schmäh, durch ein Lachen. Ja, wenn der Humor zu bissig und zu zynisch wird, also vielleicht haben das manche bei sich selber schon mal beobachtet oder beobachten das künftig oder kennen das von anderen in der Arbeit, dann kann das durchaus auch ein Anzeichen für Überlastung in der Arbeit sein. Ich merke das bei mir zum Beispiel auch, dass sich mein Humor verändert, wenn ich generell zu viel arbeite, wenn es zu stressig ist, wenn die Fallzahlen zu hoch sind, wenn ich zu wenig Zeit habe in der Arbeit, dann wird mein Humor böser einfach, destruktiver zum Teil. Ja, und dann habe ich mir einmal das gedacht, also Supervision monatlich, Lachen täglich. Also Humor wird tatsächlich häufig angewandt, aber eben nicht so bewusst, wie ich schon gesagt habe. Und ein Teil, den man in der Literatur findet, bei Frittum mitunter, ist, dass eventuell das Gefühl in der sozialen Arbeit ist, wenn ich humorvoll arbeite, dann bin ich kein Profi. Ja? Und ich muss doch Profi sein. Das ist eine ernste Angelegenheit, die wir da haben. Wir kümmern uns um Menschen mit Problemen. Da darf man nicht lustig sein. Das ist eine ernste Geschichte. Ja. Und da habe ich mir gedacht, also bei mir im Studium war es so, dass Supervision immer so das Überwort war für die Qualitätssicherung, dass wir alle Profis sind. Und da habe ich mir gedacht, also Supervision habe ich einmal im Monat, aber lachen muss ich jeden Tag, weil sonst wäre ich kein guter Sozialarbeiter. Ja. Genau, das ist einmal soweit dieser Bereich der Sozialarbeiterin, der Pädagogin für sich. Und jetzt kommen wir zu der Klientenarbeit. Humor in der Arbeit direkt mit den Klienten und mit den Klientinnen. Wir haben ja mit Menschen zu tun, denen man oft einmal unterstellt oder man die Wahrnehmung hat, dass sie ihren Humor verloren hätten. Das ist schon mal eine interessante Formulierung, finde ich. Und wenn man jetzt Humor erkennt als eine Ressource, um Selbstheilungskräfte und Selbsthilfekräfte anzuregen, dann finde ich, ist das eigentlich schon das größte Argument dafür, dass wir sagen, bemühen wir uns doch, jenen Menschen, mit denen wir zu tun haben, die schon lange nicht mehr gelacht haben, die schon lange nicht mehr die Möglichkeit hatten, erheitert zu sein, guter Laune zu sein,
bemühen wir uns, diesen Motor wieder anzuwerfen und sie zum Lachen zu bringen. Ja? Weil Humor Selbstheilungskräfte und Selbsthilfekräfte aktiviert. Warum bin ich der Meinung, dass es wichtig ist, Humor anzuwenden? Was sind so die Vorteile in der Humoranwendung? Humor ist eine Ermächtigung und motiviert. Wenn ich überlege, wann in meinem Leben ich da Schwierigkeiten hatte, Probleme hatte oder wann ich mal schlecht drauf war zum Beispiel und dann Humor verwendet habe, dann macht es mir das Gefühl, ich bin noch am Steuer in meinem Leben. Ich habe es in der Hand. Ich bin handlungsfähig. Und wenn wir an die Ermächtigung denken, etwas, was, glaube ich, ja eines der zentralsten Themen, zumindest für mich ist, in der sozialen Arbeit, dann ist das, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt generell. Von Höfner und Schachtner habe ich den Satz, dass Humor verträgt sich nicht mit Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit. Das finde ich auch ist sehr, sehr treffend. Also, wenn ich mir vorstelle, ein Klient, eine Klientin sitzen vor mir, selbst wenn es noch so schwierig ist, im Moment der Humoranwendung, ach, das mag natürlich nur eine Sekunde sein, das mag nur ein Moment sein, ja? Aber in dem Moment selber verträgt sich es nicht mit Hoffnungslosigkeit. Da bin ich nicht hoffnungslos. Ja? Ich habe mir als Kind habe ich mir schon öfters gedacht, dass wenn ich mal schlecht drauf bin und wenn ich mal irgendwie traurig bin oder so und ich gehe hinaus und ich habe ein Lachen im Gesicht. Es geht mir für diese Sekunde gut und ich habe in der Sekunde vergessen, dass mir eigentlich schlecht ist heute und dass ich nicht gut drauf bin. Geht es mir dann noch schlecht oder nicht, wenn ich jetzt gerade ein Lachen im Gesicht trage? Freud hat formuliert, der humorvolle Mensch ist sich seiner leidvollen Situation durchaus bewusst, aber er trotzt ihr und wandelt sie um in einen Triumph. Es gelingt also, in der Situation das Lustprinzip durchzusetzen, ohne die Realität zu leugnen. Ich glaube, das ist etwas für uns in der Arbeit ganz Wichtiges. Es gibt auf der einen Seite durchaus auch die Möglichkeit, die Realität zu leugnen, also sich komplett wegzubeamen, weil diese aktuelle Situation so dramatisch ist. Da kann Humor die Möglichkeit haben, zu sagen, das ist für mich, ich glaube, Viktor Frankl, der Psychiater, der ja auch in Konzentrationslagern war, der hat mal formuliert, dass da der Humor für ihn so das Tor zu einer eigenen Fantasiewelt war. Ja? Also da kommt es dann zwar schon wirklich dieses komplette Herausreißen aus der Situation, aber die andere Art ist, wo man durchaus in der Situation bleibt. Man leugnet nicht das Hier und Jetzt und schafft es dennoch aber, Distanz einzunehmen. Humor fördert Resilienz, ist mittlerweile mehrfach beschrieben in der Literatur. Ich glaube, das ist etwas, wo vor allem ihr, die ihr mehr in der Jugendarbeit Experten und Expertinnen seid, das, glaube ich, ist allein ja schon ein Wahnsinnsargument. Über die Distanzierung habe ich schon mehrfach erwähnt. Wenn ich es schaffe, Distanz zu meinen Problemen einzunehmen, dann geht das automatisch, für mich zumindest, mit einer Entdramatisierung dieser Probleme einher. In einem Interview mit einer Sozialarbeiterin habe ich mal den Satz gelesen, Humor nimmt bitteren Wahrheiten die Schärfe. Das, finde ich, ist auch sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja, man ist draufgekommen, als man das untersucht hat, wo, in welchem Handlungsfeld wird eigentlich Humor am häufigsten angewandt. Da ist man draufgekommen, dass das Kind, Jugend, Familie ist, also euer Bereich, wo ihr tätig seid. Anschließend ist es Alter, Mensch und Beruf und Bildung. Wenn ich Humor in meinen Beratungsgesprächen anwende, dann merke ich auch sehr, dass es mir den Vorteil verschafft, dass ich Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Ich merke, dass ich die Klientin dadurch auch ins Hier und Jetzt hole, dass sie nicht so sehr im Kopf irgendwo dahin driftet. Ja. Es regt kreative Problemlösungen an, das haben wir vorher schon ganz kurz erwähnt. Und was auch ein toller Punkt ist,
Humor schafft es auch, wenn ich mich humorvoll zeige im Beratungsgespräch, dann habe ich die Möglichkeit, eventuelle Vorurteile, die der Klient oder die Klientin mir gegenüber haben, nicht mir persönlich, sondern dem Bild des Sozialarbeiters, dann schaffe ich das aufzubrechen. Ja? Also Frittum hat in seinem Buch das Bild der strengen Fürsorgerin hier als Beispiel genannt. Ich hätte ja nicht für möglich gehalten, dass es das tatsächlich noch so gibt oder dass das verbreitet ist, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, dass es noch immer so ist, dass eine Sozialarbeiterin, eine Pädagogin, Jugendamt und so weiter, und dass man da sehr stark ein gezeichnetes Bild hat von so streng und nimmt das Kind weg und so weiter. Mit Humor zu arbeiten, gibt halt auch die Möglichkeit, dass man solche Vorurteile ein bisschen aufbricht. Ein positives Gesprächsklima erzeugt Offenheit. Wenn wir beide in der Beratung offen sind, ist es uns leichter, auch Nähe entstehen zu lassen, also Beziehung entstehen zu lassen. Humor macht vor allem, dass Hierarchien und Machtgefälle ein bisschen relativiert sind. Weil wenn wir beide hier sitzen, die Klientin, die da in ihrer Schule Probleme hat, nur mehr Fünfer schreibt, unentschuldigt, nicht im Unterricht ist und so weiter, und ich hier sitze, der ich hier jetzt offensichtlich der bin, der sagt, du kommst in mein Büro, du hast ein Gespräch, und wir schaffen aber diesen Moment, wo wir uns auf einer humorvollen Ebene treffen, dann nähert man sich ein bisschen für mich an, dass bloß zwei Menschen da sitzen. Ja? Also fernab dessen, welche Kompetenz ich eigentlich habe, dass ich eine Sanktion dir gegenüber ausspreche, zum Beispiel. Ja, ein wichtiger Punkt ist auch, dass natürlich die Sozialarbeiterin mit ihrem Humor auch eine gewisse Vorbildfunktion hat. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was nicht zu unterschätzen ist, dass so wie ich mit Problemen, so wie ich mit Schwierigkeiten umgehe, das wird von der Klientin beobachtet und hat natürlich auch eine gewisse Vorbildfunktion. Genau, Humor macht angreifbarer, man zeigt sich näher, Beziehungen entstehen, habe ich vorher schon ganz kurz erwähnt. Nähe und Distanz lassen sich leichter steuern, Kritik ist besser verträglich. Das ist etwas, was mir ganz stark auffällt, auch im Beratungsgespräch selber. Wenn man die Möglichkeit hat, humorvoll zu agieren, ist es leichter, jemanden die Kritik rückzumelden, vielleicht auch mal Sanktionen zum Beispiel Sanktionen auszusprechen. Wenn das in einem bierernsten Gespräch ist, ist es für mich so, dass ich das Gefühl habe, es ist wahrscheinlicher, dass ich vielleicht den anderen kränke, dass sich der andere verschließt, dass die Beziehung darunter leidet. Zum Beispiel Klienten können bei Lügen leichter korrigieren. Also das habe ich recht häufig, dass auf meine erste Frage eine Antwort kommt in einer Angelegenheit, wo ich mir denke, das ist jetzt vielleicht nicht ganz der Wahrheitsgehalt, den ich mir so gewünscht hätte. Wenn ich da dann auf eine humorvolle Art da noch einmal hineingehe und nachfrage, ist es leichter, das zu korrigieren und zuzugeben, dass es eigentlich anders ist, als wenn das wieder bierernst ist. All diese Dinge, die ich heute hier sage, wie zum Beispiel jetzt hier, stimmen bei mir in meinem Gespräch oder vielleicht auch in meinem Beratungsgespräch oder vielleicht auch einmal nicht. Das heißt überhaupt nicht natürlich, dass das jetzt bei euch im Gespräch auch so sein muss. Und das heißt auch nicht, dass ich das mit jedem Klienten so mache. Ja? Es kann sein, dass ihr am Tag 5 Gespräche habt und es ist 4-mal überhaupt kein Thema, humorvoll nachzufragen, aber bei dem einen Mal vielleicht schon, und dann gibt es mir eine zusätzliche Option. Also das wollte ich jetzt nur sagen, weil ich mir denke, vielleicht ist es so, ich weiß, ich kenne nicht all eure Arbeitsfelder, aber vielleicht ist es so, dass sich jetzt manche denken, na Moment mal, wenn mich jemand anlügt, dann halte ich das für ein falsches Signal, humorvoll darauf einzugehen. Und wenn das so ist, dann mag das absolut stimmen. Ja? Dann wäre es auch nicht gut, wenn ihr jetzt versucht, hier humorvoll zu reagieren. Wenn ihr der Meinung seid, eigentlich ist das ein komplett konträres Signal, das ich hier setze.
In der Krise kann man Humor als Pause nutzen, habe ich, glaube ich, vorhin schon ganz kurz erwähnt. In der akuten Krise ist davon abzuraten. In der akuten Krise ist es so, dass wirklich alle Energien dafür verwendet werden, um Gefahren abzuwenden. Wenn man hier Humor anwenden würde, dann wäre das, würde das verpuffen. Ja. Ah ja, das habe ich hier drinnen, genau. Ich habe das vorher schon kurz erwähnt. Viktor Frankl hat gesagt, die Einkehr in ein Reich geistiger Freiheit und inneren Reichtum, das ist für ihn auch Humor. Ja, was sind die Voraussetzungen, die man als Sozialarbeiterin mitbringen soll, um Humor anwenden zu können? Ich glaube, ganz wichtig ist, falls ich das noch nicht gesagt habe, Humor kann nur spontan erfolgen. Ja? Also sich ein Kochrezept vorzunehmen, das auswendig zu lernen, das wird so wahrscheinlich nicht funktionieren, weil bei der Humoranwendung Authentizität ganz, ganz wichtig ist. Und daher führt der Weg eher über die Schiene, den eigenen Humor, das eigene Humorverständnis zu schärfen. Ja? Mut zur Unvollkommenheit ist sicherlich etwas ganz, ganz Tolles und ganz Wichtiges. Ich habe schon vorher schon ein bisschen bei Ironie erwähnt, also über sich selbst lachen zu können und sich selbst nicht ganz ernst zu nehmen, das ist was Wichtiges. Ja? Man sollte Humor nur anwenden, wenn man wirklich selber gerade bei guter Stimmung ist. Das ist was ganz Wichtiges. Weil sonst kann es sein, dass man in Richtung Sarkasmus, Zynismus abdriftet, ohne dass einem das so bewusst ist. Authentizität, Empathie, Optimismus sind so die drei häufigsten Begriffe, die man so in der Literatur dazu verwendet. Genau. Also ich glaube, Empathie, Optimismus ist etwas, was wir ohnehin alle sehr rasch mitbringen, und Authentizität, vielleicht um das nochmal herauszustreichen, gerade in dem Punkt, es wäre jetzt nicht gut, sich etwas vorzunehmen oder das nachzumachen, was jemand anderer macht, wenn man sich damit überhaupt nicht wohlfühlt. Ja, in der, die Voraussetzungen bei Klientinnen bzw. bei der Beziehung zu ihnen ist, dass ich selber setze das nur ein bei Klientinnen, wo ich eine gute Beziehung habe, und auch bei Problemen, bei Klientinnen, wo ich merke, dass sie aktuell in Problemen verstrickt sind. Freilich kann man es natürlich auch einsetzen, um die Beziehung weiterhin zu erhalten. Über allem steht immer natürlich, es muss respektvoll und wertschätzend sein. Wenn das nicht spürbar ist, läuft man natürlich Gefahr, dass Humor auch mal als Angriff gewertet wird. Ja? Das heißt, das ist etwas, was immer über allem stehen muss, das klar ist, in all meinen Aussagen muss spürbar sein, ich habe Wertschätzung für dich, ich respektiere dich. Trotzdem passiert das natürlich, also wer hat noch nicht in seinem Leben einmal versucht, was Lustiges zu sagen und da jemanden verletzt oder so. Natürlich kann das passieren. Ja. Sarkasmus, Zynismus, Hohn und Spott haben in der Regel keinen Platz. Ja. Im Beratungsgespräch sehr schwierig, muss man Acht geben. Es gibt ein Beispiel, das ich gefunden habe, wo das tatsächlich, wo es natürlich schon funktionieren kann. Ja. Und zwar ist das so, aus einem Beratungsgespräch, wo eine Frau, die dann noch verheiratet ist, gerade den Scheidungstermin hat, und die Sozialarbeiterin begleitet sie, und die Frau hat wahnsinnige Angst vor ihrem Noch-Ehemann, fürchtet sich vor dem, hat das Gefühl, der hat die Möglichkeit, alles zu beeinflussen, und der wird ihr was antun und so weiter. Und die beiden setzen sich in ein Café, besprechen den heutigen Termin, und es kommt zu sehr zynischen Witzen über den Noch-Ehemann. Es kommt dazu, dass die beiden, die Sozialarbeiterin und die Frau, dort sitzen und sie unterhalten sich über, was der überhaupt heute für Schuhe angehabt hat. Und wie der das überhaupt geschafft hat, einmal, dass er sich selber anzieht, weil er das sonst nicht hinkriegt und so weiter. Also das ist Zynismus. Und hier in der Beratung aber hat es schon Platz, weil diese Frau, die da sonst eigentlich im Moment nur Angst hat in dieser Scheidungsphase, die nicht schlafen kann, die sich nur fürchtet vor ihrem Mann, endlich mal wieder eine Pause hat, auflachen kann und endlich mal wieder ein bisschen Distanz schaffen kann und Abstand hat. Ja? Also das wäre dann schon ein Bereich, wo man es anwenden kann.
ich würde da halt vorsichtig sein natürlich, weil man, wer weiß, also wenn ich jetzt Sozialarbeiter bin in einer Eheberatungsstelle und ich mache jetzt mit dieser Frau diese zynischen Schmähs über ihren Noch-Ehemann und dann einigen sich die zum Schluss und sitzen demnächst zu zweit bei mir, dann macht es mir das Gespräch halt vielleicht schwieriger. Aber es ist eine Option. Ja. Was meiner Meinung nach auch recht gut ankommt, ist Ironie. Das ist etwas, also bewusste falsche Äußerung von Wertvorstellungen, Fehlschlüssen. Das wende ich häufiger an bei Klientinnen, wo ich der Meinung bin, zu denen habe ich eine gute Beziehung. Damit kann man hin und wieder so ein bisschen so eine Erkenntnisanregung, Erkenntnisanstrengung anregen. Ja. Das geht ein bisschen in die Richtung vom provokativen Stil von Farrelly, falls das jemand von euch schon gehört hat. Es geht ein bisschen darum, so das Gegenteilige von dem, was dieser Klientin gerade im Weg steht, das ein bisschen sichtbar zu machen. Und auf humorvolle Art kann man das dann ein bisschen leichter nehmen, als wenn das jetzt auf direkte Art passiert. Ja, wie schon gesagt, der Humor, den man anwendet, muss der eigenen Persönlichkeit entsprechen. Ja? Es sollte nicht aufgesetzt sein. Ich mache zum Beispiel häufiger, dass ich so ein bisschen so einen Herzanfall inszeniere, ja? Oder ich zerfließe so am Sessel, wenn ein Klient bei mir ist und mir sagt, dass er schon wieder seinen Wohnplatz verloren hat oder seine Dokumente verloren hat, zum Beispiel. Ja? In der Ausführung selber, wie gesagt, ist wichtig, das ist ja keine Verarschung. Ja? Das soll keine Boshaftigkeit sein. Es hilft mir auszudrücken, dass Silvia, schon wieder, auch ich bin mal erschöpft, weil du bist zum 13. Mal mit diesem Thema bei mir und ich helfe hier vielleicht ein bisschen Distanz zu schaffen. Und dann sagt die Silvia drauf, jo, ich weiß eh. Und man hat irgendwie eine Leichtigkeit, die man sonst vielleicht nicht so sehr hätte. Ja. Was mir auffällt, wenn ich über meinen Humor nachdenke, ist, dass ich zum Beispiel größere Mimik verwende oder größere Körperbewegungen bei Personen, wo ich das Gefühl habe, dass sie mich vielleicht nicht so gut verstehen können aufgrund von einer Sprachbarriere. Ja? Also dann verwende ich zum Beispiel größere Mimik. Bei Jugendlichen kann man zum Beispiel mit Humor unter der Gürtellinie rechnen. Ja? Das kann vorkommen. Wenn ich mich darauf vorbereite, das reflektiere, darauf vorbereite, dann bin ich natürlich eher in der Lage, solch einem Humor auch mal standzuhalten und dazu kontern. Und das wird in der Regel dann anerkennend wertgeschätzt. Ja, was ist so das Hemmnis? Was ist die Gefahr? Warum verwenden nicht viel mehr Sozialarbeiterinnen und Pädagogen und Pädagoginnen eigentlich Humor? Ja? Ich habe schon vorher gesagt, das ist so die Frage, ist das überhaupt professionell? Darf man das? Ich habe in einer Studie gelesen, dass ganz viele schon in den Ausbildungsstätten das Gefühl haben, es herrscht dort ein bisschen so ein moralisierendes Klima, dass man Humor nicht anwenden soll. Das darf man nicht. Ja. Für manche ist natürlich auch es eine Gefahr und Anführungszeichen, dass Humor, wenn wir jetzt über die Ermächtigung sprechen, also über dieses Kraftgeben, über dieses Beenden der Ohnmacht, dann ist es natürlich etwas, wo es die Klienten auch auf Augenhöhe holt. Ja? Manche fürchten sich ein bisschen davor, dass man dann in ein humoristisches Duell gezogen wird, wo ich dann vielleicht nicht mehr die Oberhand habe. Da muss man sagen, das kann natürlich sein. Ja? Ich bin in solchen Situationen dann eher gewappnet, dem Stand zu halten, indem ich auch hier wieder meinen eigenen Humor geschärft und entwickelt habe. Ja? Das geht funktioniert dann zum Beispiel auch gut, wenn Klientinnen dann zum Beispiel rassistische Witze machen, Witze gegen Minderheiten, Witze gegen Menschen mit Behinderung oder so. Wenn ich meinen Humor entwickelt habe, merke ich auch, dazu gehört auch, womit kann ich überhaupt nicht und wie gehe ich damit um. Ja. Wo man natürlich aufpassen muss, was ein Risiko ist, ist, wenn man noch wenig über den Klienten weiß. Das ist etwas, wenn man das durchdenkt, ist, glaube ich, etwas, was wir ohnehin alle intuitiv machen.
wenn ich einen Menschen noch wenig kenne, noch wenig weiß, wie der auf was wie reagiert, dann wende ich weniger Humor an. Tja, wann soll man vorsichtig sein? Wann soll man Humor eher nicht einsetzen? Wo sind die Grenzen? Jetzt mal nur auf die Sozialarbeiterin gesehen, da finde ich, hat Effinger das ganz lustig formuliert. Also diejenigen, die eine Idee haben, sie könnten in ihrer Arbeit eindeutige Botschaften übermitteln und widerspruchsfrei sein oder widerspruchsfreie Situationen herbeiführen, die meinen, sie könnten Probleme gänzlich lösen, die sollten es lieber sein lassen. Ja. Wir sind da wieder bei der Selbstironie auch. Höfner sagt dazu, wenn man dann irgendwann einmal zur Idee kommt, man sei selber klüger, erleuchteter, besser und hätte keine Absurditäten im eigenen Leben, dann sollte man lieber die Finger davon lassen. Ne? Also ich glaube, das ist wirklich etwas ganz, ganz, ich lache in der Arbeit sehr viel über mich. Und ich lade Klientinnen auch dazu ein, mit mir über mich zu lachen. Ja, ja. Genau, das ist noch ein wichtiger Punkt, vielleicht auch ein Literaturtipp, den ich geben kann. Es gibt Menschen, bei denen ist es, da hat man das Gefühl, die sind nicht bloß jetzt aufgrund ihrer Situation, lachen die nicht so sehr, sondern die sind generell humorlos, hat man das Gefühl. Ja? Man ist draufgekommen, dass das zum Beispiel Menschen sind, die eine sehr strenge Erziehung hatten. Das merkt man später noch in deren Leben häufig, dass die ganz, ganz überkorrekt sind, sich sehr viel Druck machen, ja, keine Fehler zu machen und so weiter. Und bei denen ist es manchmal schwierig, in denen den Humor zu wecken. Da gibt es so ein paar Anregungen und vor allem in den Büchern von Tizze und Salamé. Das kann ich in einer Literaturliste euch noch zusammenschreiben, falls jemand da mal so reinschauen mag, was man da machen kann. Ja, wenn man selber verärgert ist oder verletzt ist, ich glaube, ich habe schon erwähnt, da sollte man Humor nicht anwenden. Da habe ich das Gefühl, mir fehlt heute gerade ein bisschen das Gespür. Ja, bei Klientinnen, also bei traumatisierten Personen, die ihr Trauma noch nicht bearbeitet haben, soll man Humor nicht anwenden, genauso wie in akuten Krisen. Menschen mit geistiger Behinderung haben nicht keinen Humor, ja. Aber man sollte bedenken, dass man den Humor dann entsprechend anpasst. Bei Menschen mit Autismusstörungen ist es so, dass ich merke, da bin ich vorsichtiger auch. Da verwende ich auch einen anderen Humor, weil ich das Gefühl habe, dass das, dass es eine unsichere Kommunikationsweg ist, über meine Mimik zu arbeiten. Wo ich sonst mich recht selbstbewusst und das empfinde und das Gefühl habe, das geht ganz gut. Ich kann mimisch gut mitteilen, was ich mag. Das kann bei Menschen mit Autismusstörung natürlich nicht, also kann nicht so sein. Ja. Bei Borderlinern zum Beispiel würde ich mit Ironie aufpassen, das wende ich dann nicht an. Generell schreibt Görl, bei Menschen mit Psychosen, Schizophrenie, Paranoia, Manie, Hysterie und endogenen Depressionen ist da eher Abstand davon zu nehmen. Wo ich auch häufig aufpasse, ist, also wenn Klienten nur mehr lachen und überhaupt nicht bei der Sache sind, nicht konzentriert sind, dann gelingt es mir nicht, meine Ziele hier zu verfolgen. Für mich ist da ein Hinweis, dass ich mir denke, ist das vielleicht eine Form der Verdrängung? Ja, könnte sein, dass es ein Ablenken ist, ja, von den eigentlichen Themen, die wir haben. Vielleicht ist das auch so. Humor kann natürlich auch eine Mauer sein. Das kann natürlich auch eine Möglichkeit sein, sich unnahbar zu machen. Ja. Wenn man schlecht drauf ist, würde ich keinen Humor anwenden. Ja, wenn Humor von Klienten kommt, der eigenen Werthaltung entspricht, ähnlich wie bei dem Rassismus, dann würde ich sehr aufpassen, wie ich da noch weiter gehe, also dass es dann nicht noch zu einem Anregen kommt von noch mehr, noch lustiger und holla da roh. Also selbst wenn man das so nicht aussprechen würde, kann es doch die eigene Haltung vielleicht so ankommen, indem man noch lustig drauf ist. Thema zu ernst erscheint unpassend oder so. Ich habe es vorher schon kurz erwähnt. Vertraut eurem Gefühl. Wenn ihr der Meinung seid, es passt jetzt nicht, dann ist das so. Ja. Wenn ich das Gefühl habe, eine Klientin kann mich nicht verstehen oder aber auch, wenn sowohl Sozialarbeiterin oder die Klientin es nicht schaffen, Distanz einzunehmen, warum auch immer, dann wende ich Humor nicht an. Natürlich gibt es auch kontextbezogen Situationen,
wie zum Beispiel am Jugendamt über sexuellen Missbrauch oder Fremdunterbringung, im Migrationsbereich über religiöse Zugehörigkeit, bei Themen wie Selbstmord, Vergewaltigung und Tod. Das mag für die meisten eh klar sein, ja. Aber mir hat es damals sehr geholfen, das dezidiert zu benennen, zu sagen, wo ist für mich eine Grenze, um dann zu sehen, welch riesiger Bereich eigentlich noch offen ist, wo man sehr wohl sich trauen kann. Ja, ja, abschließend zu diesem Bereich der Klientinnenarbeit, also tendenziell kann man sagen, überall da, wo ich ein enges Gesprächsintervall habe, dort ist es leichter, Humor anzubringen. Da, wo ich mehr Kontrollauftrag habe, dort ist es schwieriger. Ja? Bei der Gesprächsführung mache ich es so, dass ich zum Beispiel gerade beim Einstieg und beim Abschluss, da ist das, finde ich, wunderbar geeignet, also Humor ganz zu Beginn des Gesprächs, um eine gute Stimmung einmal, um die Offenheit wieder herzustellen, dass wir heute reden können. Wie geht es dir eigentlich? Was sind deine Gefühle? Wie schaut es so aus? Was ist Thema? Und auch beim Abschluss, also nachdem wir im Hauptteil intensiv gesprochen haben, zum Abschluss noch einmal diese Kraft zu geben, aufzustehen, rauszugehen, das anzupacken, was wir angesprochen haben. Erstgespräch ist generell natürlich ein bestimmtes Thema. Wie sehr traue ich mich da überhaupt schon? Ich weiß noch wenig über diesen Menschen. Generell ist es so, dass ich da eher versuche, ich versuche schon Humor anzuwenden, aber ich versuche es eher zu reduzieren, damit dann nicht gleich sämtliche Fesseln gesprengt sind auf Klientenseiten, wo es dann vielleicht dazu kommt, dass ich den eigentlich nicht mehr einfangen kann. Ja. Ja, wichtig ist mir immer erkenntlich zu machen, in welcher Phase wird nicht mehr geblödelt. Das ist natürlich manchmal schwierig. Vielleicht fühlt sich dann ein Klient manchmal ein bisschen verleitet, dass wir jetzt eigentlich Schmäh führen miteinander und das ist lustig. Ich würde aber gerne jetzt schon an den Punkten arbeiten, die wir heute zu tun haben. Ja? Und da, finde ich, muss man darauf Acht geben. Ich merke, dass ich das sehr häufig dann das versuche, sehr klar zu machen für den Klienten. Also das heißt, dass jetzt entweder die Phase des Lustigen, das tröpfelt aus über ein paar Minuten, oder ich sage dann auch ganz klar, du, das meine ich jetzt ernst, ja, damit das klar ist und nicht, dass es dann irgendwie zu einer peinlichen Situation kommt, der Klient glaubt, das ist noch lustig und ich dann nicht und dann, ja, fühlt man sich vielleicht ein bisschen aufplatteln. Den provokativen Stil von Ferrelli habe ich als Folie drin gelassen, das werden wir heute nicht machen, für all jene, die das interessiert, die sich da ein bisschen einlesen wollen. Und zu guter Letzt habe ich jetzt noch ganz kurz zwei Folien zu den Ideen und Anregungen. Wie schon erwähnt, den eigenen Humor entwickeln ist das Um und Auf. Ja? Ich glaube, es ist eh klar, dass Humor super ist. Und vielleicht ist es so, dass jetzt dem einen oder anderen von euch klar ist, wie vielfältig und wie gewinnbringend das sein kann. Fangt jetzt vielleicht ein bisschen an, sich selber mit seinem Humor ein bisschen mehr zu beschäftigen. Ja? Man kann mit seinem eigenen Humor sich beschäftigen, indem man zum Beispiel ein Humor-Tagebuch schreibt, indem man also hineinschreibt, worüber habe ich heute eigentlich so gelacht? Ja? Um sich dem Thema mal ein bisschen anzunähern, was verstehe ich denn als Humor? Was finde ich denn überhaupt lustig? Was finde ich so gar nicht lustig? Was sind die Dinge, die mich irgendwie überhaupt nicht berühren? Ja, um da mal so ein bisschen Unterstützung bei der Reflexion zu kriegen. Man kann das zum Beispiel auch machen, indem man Witze bewertet. Das ist auch wirklich was sehr, sehr Hilfreiches. Also das klingt so einfach, ist aber wahnsinnig hilfreich. Wenn man sich vornimmt, einfach jeden Tag 10 Witze durchlesen und dann einfach einmal zu sagen, ich vergib von 1 bis 10 Punkte, der gefällt mir so gut, der gefällt mir so gut. Und wenn man das echt einmal 2 Wochen macht, ja, da kommen schon viele Witze zusammen, wo man dann merkt, ah, Moment mal, mehr in die Richtung oder mehr in die Richtung. Was finde ich lustig? Was geht überhaupt nicht? Ja? Was man machen kann, ist, ein Archiv von lustigen Texten, Videos, Bildern und Liedern anzulegen. Ja? Es gibt ein paar Beispiele von Menschen, die schwere medizinische Diagnosen hatten und dies ganz gezielt so gemacht haben, sich zumindest eine Stunde am Tag richtig zum Lachen zu bringen. Ja?
Und dann wurde untersucht, wie sehr hat das geholfen, dass die sich ihre gesundheitliche Situation verbessert. Das ist etwas, was sicher total super ist. Kann ich eben erst machen, wenn ich weiß, was ist eigentlich das, was mir so taugt. Möglichst häufiges Anwenden von Humor erweitert die eigene Humorfähigkeit. Also einfach mal damit anfangen, es wird sich dann auch in der Beratung niederschlagen. Humor in der Arbeit, ja, da denke ich mir, je nachdem, wie das halt bei euch so ist, warum nicht eigentlich überlegen, ob man eine Humorfrage auch in den Anamnesebogen aufnimmt. Ja? Also da meine ich jetzt nicht eine lustige, witzige Frage, sondern es tatsächlich zu fragen, was ist das, worüber Sie gerne lachen? Was ist das, was dir taugt? Was schaust du dir privat so an? Ja? Bei mir ist es so, dass ich das sehr gern mache. Also ich finde das wahnsinnig gewinnbringend, das zu wissen. Wenn man dann noch dazu ein Humorarchiv hat, kann ich mir sogar mich da ein bisschen mehr bisschen vorbereiten. Ja? Wenn ich weiß, jemand steht total auf den schwarzen Humor und sagt, ja, das wollen viele Leute nicht und viele schauen mich komisch an. Und wenn ich mich da einlassen kann und dem im Gespräch dann mit ein, zwei Sachen überraschen kann und dem beim nächsten Termin sagen kann, ma, Ihnen wird das taugen. Wissen Sie, was ich letztens für einen Witz gelesen habe? Dann ist das die Möglichkeit, irgendwie Beziehungen anzuregen. Ja, genau. Die direkte Frage, worüber lachst du? Was taugt dir denn so? Humor ist keine erlernbare Technik, sondern entwickelt sich mit der Persönlichkeit. Man kann in der Arbeit Plätze für Humor schaffen. Ja, also das gibt es eh sehr häufig in der Arbeit, dass es irgendwo so eine Wand gibt, wo lustige Bildchen hängen und Cartoons, oder sehr häufig schicken Leute lustige E-Mails zum Beispiel. Wenn man das nicht hat, kann man sagen, einigen wir uns drauf. Haben wir irgendwo einen Platz, wo was Lustiges Platz hat? Ja? Man kann Fortbildungen besuchen, Seminare dazu machen. Nicht zuletzt kann man auch das Ganze betrachtend auch sagen, Sozialarbeit könnte mehr Humor vertragen, weil damit könnten wir auch mehr Öffentlichkeit schaffen. Und ich glaube, es stünde uns gut, irgendwie nicht Angst zu haben, dass man dadurch Anerkennung oder Wertschätzung verliert oder dass man dadurch Professionalität verliert. Ja, man könnte durchaus sich humorvoll überlegen, wie man öffentlich auf Probleme und Missstände hinführt. So schaut's aus. Sehr viel geredet habe ich jetzt. Wahrscheinlich habe ich sehr viele niedergeredet, aber mir war es wichtig zu zeigen, wie unglaublich vielfältig der Nutzen ist und dass das nicht bloß etwas ist, was eh gut ist, sondern etwas, das uns, glaube ich, ein wirklich sehr hilfreiches Werkzeug sein kann und eine ganz neue Option in Beratungsgesprächen in manchen Situationen sein kann. Ja, ich bin am Ende. Manche von euch vielleicht auch. Gibt es irgendwelche Fragen oder so, die aufgetaucht sind? Bitte stellt eure Fragen in den Chat oder entmutet euer Mikro. Hat gut gepasst, schöne Anregungen. Steht im Chat. Ah, okay, ja. Mhm. Und Sie hätten gerne die Unterlagen. War auch schon vorher erwähnt im Chat. Ich habe aber Fragen sonst, wenn keiner eine Frage hat. So, was mir aufgefallen ist, also was ich immer gedacht habe, wie reagierst du? Ich habe ja im Jugendzentrum gearbeitet ganz lange. Gell? Wie reagierst du? Was ist deine Erfahrung oder was soll man tun, wenn so echt rassistische Orgelwitze immer wieder kommen? Kontert man da am besten oder wie tut man da, also dass man da sagt, das geht jetzt nicht mehr? Ja, ja, ja. Ja, ja. Mhm. Also das habe ich vermehrt auch im Streetwork-Bereich, wo ich dann auch mit Jugendlichen zu tun hatte, da hatte ich das auch öfters. Und da ist es speziell natürlich auch so ein bisschen, der Kontext ist ein bisschen ein Unterschied. Ist das dann bei dir, bist du dann im Büro? Oder wie ist nein, das? Nein, also im Jugendzentrum, ich habe im Jugendzentrum okay. gearbeitet, auch ganz, und ja, da ist genau. Das halt auch ganz oft gewesen, muss ich sagen. Ja, genau.
Weil das war für mich auch ein bisschen ein Unterschied. Also wenn ich bei mir im Büro bin, da kann ich leichter so sagen, das sind die Regeln, die hier sind. Wenn ich draußen auf der Straße tatsächlich bin, ist das freilich ein bisschen schwieriger. Es gibt, für mich war das so, einen kleinen Bereich, wo ich noch auf humorvolle Art kontern konnte, nämlich wenn ich zum Beispiel zum einen eher das Gefühl habe, dass jemand das kognitiv auch verstehen kann, ja, und recht offensichtlich eine Widersprüchlichkeit zu seinen sonstigen Argumenten da ist. Ja. Also wenn das jetzt etwas ist, wo ich sehr in die Tiefe gehen müsste und ich das Gefühl habe, das werde ich mit dem nicht besprechen können, weil da wird er sich dem Gespräch entziehen, dann ist es, glaube ich, schwierig, da humorvoll zu reagieren. Wenn es etwas ist, wo ich den Eindruck habe, mit einem halben Satz kann ich ihm die Widersprüchlichkeit seiner Argumente aufzeigen und er ist dazu bereit, dann geht's. Ganz allgemein ist es aber was zumindest bei mir, was ich eher selten gemacht habe, weil ich das Gefühl habe, dass man mehr als deutlich sagen muss, das hat im Gespräch keinen Platz. Wenn ich da ein bisschen die Tür auflasse mit, das hat im Gespräch keinen Platz, kleines Lächeln, kurze Hintertüre, noch einmal nachgeschoben etwas Lustiges, dann ist es ja fast ein bisschen wie ein Anregen, traust du dich nochmal, probier's nochmal. Und das ist dann ein bisschen schwierig. Und ich glaube auch, das ist ich habe das Gefühl, das ist auch das, was ich als Unterstützung geben kann, volle Klarheit hier zu geben. Volle Klarheit zu geben, zu sagen, wir können das diskutieren, wir können es ernsthaft diskutieren, dann sitzen wir auch und reden drüber. Was aber hier nicht geht, ist, einen Sager so rauszuhauen, Lacher zu kassieren und dann nicht drüber zu reden. Das mache ich nicht mit. Ja. Ich muss sagen, dass das bei mir sehr häufig gut funktioniert hat. Es gibt auch welche, wo es natürlich irgendwie nicht geht. Ja. Das ist halt so. Ja. Ja? Wer hat noch eine Frage an den Bernhard? Im Chat ist noch geschrieben worden, manchmal denken wir wirklich, dass als Sozialarbeiter sind wir nicht genug professionell, ob wir Humor in unsere Arbeit einbringen. Danke, hat mir sehr gefallen. Danke, war super, Dankeschön. Es war für mich sehr interessant, also das sind diese Chat-Einträge. Fragen, finde ich zurzeit noch keine. Habt ihr noch Fragen? Dann rein in den Chat. Jetzt können Sie fragen. Ja, es gibt Dankeschöns und schön, toll war's und es war super. Aber keine Fragen. Aber was ist mir noch? Eine Frage, warte mal. Aber da kann man dann auch nichts machen, das ist einfach so, oder? Ich denke mal, Humor ist ja nicht Humor. Also es gibt manche, mit denen passt sie einfach nicht zusammen. Ja? Absolut, absolut. Genau, genau. Und es ist etwas, genau. Es ist auch eine Geschmackssache. Also ja. Das ist interessanterweise, obwohl ich die Bilder der anderen nicht sehe, haben wir heute nicht alle die gleiche Frisur wahrscheinlich, weil wir unterschiedlichen Geschmack haben. Genau. Ja? Und wenn ich als Kabarettist auf der Bühne stehe, dann sind dort auch die Frisuren unterschiedlich und die Hemden sind unterschiedlich. Und wie soll ich mir jetzt hier vornehmen, dass ich alle mit meinem Humor erreiche? Weil alle da haben alle den gleichen Geschmack. Genau. Und es ist auch so, dass manche da kann ich nicht erreichen, manche wollen auch nicht. Und das ist dann nicht schlimm. Ja? Ich denke mir, ich kann mich ein bisschen konzentrieren, das ein bisschen zu entwickeln, dann habe ich ein breiteres Repertoire, kann da und dort eher reagieren. Das heißt aber noch nicht, dass ich alle erreichen kann. Nie. Genau. Nie. Ja. Okay. Die Hermine schreibt noch was. Kann Humor in Rollenspielen geübt werden? Ja, also man kann an und für sich, das wird sogar häufiger angewendet, wenn es ein bisschen so in Richtung Schlagfertigkeit, Spontanität geht. Ja? Da ist das etwas, was durchaus geübt werden kann. Also ich merke das bei mir auch selber, dass das wirklich wahnsinnig hilft. Wenn ich zum Beispiel gerade dabei bin, ein Soloprogramm für die Bühne zu schreiben zum Beispiel, da geht alles ständig so. Da kann ich aus allem etwas Lustiges machen. Alles, was ich sehe, wird sofort lustig verarbeitet. Wenn ich aber länger nicht schreibe oder jetzt gar ein Dreivierteljahr nicht spiele zum Beispiel und ich müsste mich heute hinsetzen, dann
würde das nicht gut gehen. Ja? Und ähnlich ist es auch mit so Rollenspielen, ja? Dass man sich vorbereitet für, es kommt das eine, wie gehe ich damit um, da kann ich nichts drauf sagen und so weiter. Wenn ich das übe, das ist ein Training. Ja? Mhm. Das ist ein Training und das kann gut helfen sogar. Das kann helfen, dann verliert man es wieder ein bisschen und dann trainiert man das wieder. Ja? Also das hat man nicht einmal intus und dann ist es da. Das wollte ich auch mit diesem Kabarettbeispiel nochmal sagen. Selbst ich, der das ja auf der Bühne macht, selbst bei mir ist es so, das lässt dann wieder nach. Das lässt nach und ist dann gefühlt sogar weg. Ja? Und dann muss ich es wieder mehr trainieren. Und Rollenspiele können, wenn einem das halt taugt. Ja? Also ich kann mich erinnern, bei mir auf der FH war das so, dass sehr viele Leute mit Rollenspielen so Probleme hatten und sich aufs Rollenspiel an sich nicht eingelassen haben. Dann werde ich wahrscheinlich auch keinen Nutzen draus ziehen, wenn ich da jetzt irgendwie schlagfertiger sein will. Ja? Manchen ist das unangenehm, die fühlen sich beobachtet und finden das irgendwie komisch. Aber wenn man sich dem aussetzt und wenn man das probieren mag und sich da einlässt, bin ich mir ziemlich sicher, dass das bei ganz vielen Leuten was bringt. Ja, danke schön. Hermine schreibt noch was. Hermine will es wissen. Wie sieht es mit Humorritualen aus? Ja, das ist tatsächlich etwas, was ich sowohl im Privaten als auch in der Beratung mache. Also im Privaten ist es so, dass ich also an einem Tag, wo ich spiele, wo ich einen Auftritt habe, ist fix das Letzte, was ich mache, dass ich im Wohnzimmer tanzen muss, bis ich lache. Davor darf ich nicht gehen. Jetzt muss man dazu sagen, dass mein Tanzen eine Art Tanzen ist, das sehr rasch zum Lachen einlädt. Und das ist für mich etwas ganz Wichtiges. In Beratungsgesprächen ist es auch so, dass ich bei manchen, nicht immer, aber bei manchen das ein bisschen so als Struktur vorgebe, wo ich merke, wie zum Beispiel, ich habe zum Beispiel so ein Witzbüchlein. Ja? Oder aber ich sammle eben aus einem Archiv ganz bestimmte Sachen, wo ich mir denke, ah, das ist für dich ganz speziell toll oder so. Und dann sage ich zum Beispiel, hey, weißt du was, zum Abschluss, weil ihr heute eh auch, der Drucker geht nicht und E-Mails sind schon wieder so viele da, ihr seid eh auch stressig, ich kann es auch, das Lachen gut vertragen. Zum Abschluss gönnen wir uns einen Witz zum Beispiel. Und das mache ich mit ein paar Leuten, ja, dass man dann zum Beispiel auch damit spielen kann, dass man sagt, beim nächsten Mal nimmst aber du einen mit. Ja, das heißt, man regt da ein bisschen an, dass sie sich selber damit beschäftigen. Es ist zum einen die Reflexion überhaupt, aber dann auch dieses Anregen vom Lachen, von Humor und so weiter wieder, Aktivieren der Selbsthilfekraft und so weiter. Das ist etwas, was ich oft einsetze. Ja? Was ich manchmal auch mache, letztens habe ich eine Klientin zum Beispiel, die sehr vieles sehr, sehr schwarz sieht, sehr, sehr dunkel und nur Probleme hat, die mich im Staccato mit der Aussichtslosigkeit ihres Lebens beschäftigt. Als ich letztens mal dann im Gespräch gesagt habe, ich habe getan, als wäre das ein Interview, und habe gesagt, so viel zu den Furchtbarkeiten und jetzt zum Wetter, und ich halte ihr das gedankliche Mikrofon hin, und sie war sofort im Hier und Jetzt, hat so zu lachen begonnen, und seither machen wir das jetzt immer wieder, dass wenn sie einfach mal alles rauslassen muss, dass das hat jetzt seinen legitimierten Platz ein bisschen. Das sind die Nachrichten der Furchtbarkeiten, obwohl sie eh dreimal in der Woche das Gleiche sagt und sich nichts daran ändert und sie selbst in dem einen Gespräch sich viermal wiederholt, hat in diesem Rahmen seine Legitimität und das ist in Ordnung. Dieser Rahmen hat aber auch seine Grenzen und in der Regel schließen wir dann diese Phase, die da halt 2-3 Minuten dann jetzt mittlerweile dauert, mit einem Lachen, dass sie sagt, mach super. Und ja, so schaut's aus. Danke. Ansonsten danke für den Input und die Aufbereitung von Humor. Ohne Humor wäre es nur halb so lustig. Danke für die möglichen Unterlagen. Und die Karin freut sich schon, wenn du wieder auf der Bühne stehst. Gibt es irgendwas, kann man irgendwas an Werbung machen für dich noch? Wann stehst du wie auf der Bühne? Kann man dich irgendwie sehen?
Ich hätte im Frühjahr sind zwei Steiermark-Termine abgesagt worden wegen Corona schon. Die sind jetzt noch nicht erneuert. Also ich glaube, jetzt vor dem Jahreswechsel wird es wahrscheinlich nichts. Okay. Ja, aber an und für sich war ich schon, habe natürlich schon mehrfach gespielt, Graz im Theatercafé und im Casino habe ich auch gespielt und in der Blue Garage im Frauental. Aber jetzt, ich könnte mir vorstellen, also muss man schauen, wie es ist, aber eventuell erst im Frühjahr. Okay. Aber ansonsten, man soll einfach auf Facebook bei dir oder folgen, dann checkt man, wo du spielst. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Genau. Also, dass man da ein bisschen Werbung machen kann, auch finde ich, das können wir ruhig auch tun. Wenn es keine Fragen mehr gibt, wir überziehen ja jetzt eh schon fast eine halbe Stunde. Ja. Aber wenn es passt, dann passt. Gell? Und es sind auch noch sehr viele Leute da. Ja, würde ich sagen, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ja, es kommen schon Hände, die Tschüss winken. Und wir sehen uns morgen um 11 Uhr. Ist Mobbing, Prävention und Strategien mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft. Ja, und ansonsten schönen Tag. Und ich schicke euch die Teilnahmebestätigungen und Unterlagen von Bernhard. Und danke, Bernhard, nochmal. Es war wirklich interessant. Mir taugt. Danke auch. Ja.